Hallo und herzlich willkommen, liebe Sportsfreunde, auf meinem Kanal. Ich begrüße ihn recht herzlich zu NHL 20, zu der Fantasy League der Ebel mit den Hell Riders. Ja, ich hoffe, ihr geht's allen gut. Ihr seid alle gut drauf und ich habe bis jetzt eine geile Zeit gehabt. Und nach einem Sieg am letzten Spieltag gegen AV19 versuchen wir heute auswärts gegen Villach auch Punkte zu machen. Wichtige Information für ihn hier am Anfang. Ihr wisst, dieses Projekt liegt komplett in euren Händen. Alles, was hier passiert, ob sie es und dass sie es bestimmen, das würde ich gerade nochmal hier auch erwähnen. Würde mich natürlich auch freuen, wenn sie es bei der Fantasy League der DEL vorbeischaut oder bei SnowRunner oder bei Deinglight ist zwar FSK 18, man müsste dann sein Konto irgendwie, glaube ich, ein bisschen umstellen, dass man dir Videos sieht, aber ich kann dir Videos, was FSK 18 sind, nicht anders stellen, weil ich gesetzlich keine Schwierigkeiten bekomme. Na gut, so viel jetzt einmal zum Anfang. Warum und wieso, dass ich nicht ins Stadion gehe, habe ich eh schon das letzte Mal im Video gesagt, das ist zwar das verkehrte Video gewesen, weil ich bei DEL gefahren bin, aber ich glaube in der Zwischenzeit habe ich dann ein eigenes Video, da habe ich auch gemacht dafür. Na gut, so viel mal. So, Gaucho Hoden, wir sind zu Gast im schönen Kärntnerland. Und hoffen auf ein cooles Spiel gegen unsere Freunde aus Kärnten. Also ich habe schon mal ein, zwei Kommentare, glaube ich, gelesen. Zwei ist vom gleichen, ich müsste da nachschauen. VSV von VSV. Ich nehme jetzt das einfach mal her, gell, dass derjenige mir sagen wollte, wenn dein Vertrag bei den Hellriders ausläuft, geht zum VSV. Und hier macht unsere Nummer 1, der Raffi, macht das 1:0 für die Hellriders. Die Kärntner können wir jetzt gerne mal reinschreiben, was davon halten, dass ich nach der zweiten Saison zu den Villacher gehen soll. Weil dann gibt es nämlich, so gesehen, zwei Seasons mit den Villacher. Ich wollte jetzt erst das auf 3 machen, gell? Aber noch immer denkt, ich weiß ja nicht, ob in Österreich schon einmal einer dreimal hintereinander die Meistertitel in Folge geholt hat. Was ist da der Rekord? Das hat mich mal gern von meinen Ebel-Sportsfreunden interessieren. Was ist in Österreich der Rekord an Titelholungen in Folge? Okay, das geht mir jetzt ein wenig zu leicht. Deswegen machen wir das jetzt gleich. Dass wir da wieder umstellen auf Allstars. Das geht mir zu leicht im Moment. Ich weiß, ich werde mich dann wieder furchtbar drüber aufregen, wenn irgendwas wieder passiert. Aber macht nichts. Wir haben 41 Punkte. Im Moment. Blattmann, drittes Tor in dieser Season. Ich könnte sich ja schon überlegen, welche Mannschaft, dass wir in die Ebel holen sollen.
So die für Eisenstadt, die Eisenstadt der Wölfe, Werwölfe machen. Hätte ein cooles Logo drin gefunden. Außer wenn der Bubenblinder zuschaut, du hättest auch ein anderes cooles Logo, was für Bogenland passt, oder du willst für eine andere Stadt im Bogenland. Jetzt ist die Eisenstädter Werwölfe gemacht. Dann hätten wir wenigstens ein weiteres Bundesland vertreten. Mich wundert es, ehrlich gesagt, dass das für Bubenland hier in der Ebel keine Vertretung gibt. Außer die Deichschmidt, und es gibt dort also vielleicht macht jetzt einmal den Anschlusstreffer. Wir haben Dornbirn für Vorarlberg, wir haben Innsbruck für Tirol, wir haben Red Bull für Salzburg, wir haben Linz, wenn wir jetzt von oben umgehen, dann haben wir Linz, das bringe ich aber durcheinander, und Linz ist Niederösterreich. Ich hoffe, dass ich da jetzt nicht beleidige. Also Nieder- und Oberösterreich, das ist aber, das da habe ich in der Schule, in Geografie, das habe ich ja schon durcheinander gebracht. Dann haben wir Linz, dann haben wir das nächste Bundesland. Hier in der Ebel haben wir nichts, da haben wir aber die Antwort von unserer Nummer 1, vom Raffi, auf das Tor von Villach. Und zwar steht es 3:1 mit dem zweiten Tor am heutigen Abend und 13 Tore in dieser Season. Dann gehen wir auch auf Wien. Dann haben wir fürs Bubenland niemanden drin hier in der Ebel. Dann gehen wir um in die Steiermark. Dann haben wir Graz. Und dann haben wir zwei Mannschaften für Kärnten. Villach und Klagenfurt. Deswegen war mein Vorschlag, ich mache fürs Bubenland eine eigene Mannschaft. Ich mache für Bubenland eine eigene Mannschaft. Dann haben wir das Bubenland hier auch vertreten. Dann hätten wir 9 Bundesländer in der Ebel vertreten. Sollte es wirklich passieren, dass ein weiteres Bundesland ausfällt, haben wir Pech gehabt. Aber dann hätten wir wenigstens für die Fantasy League jetzt 9 Bundesländer in der Ebel. Verzögerungsstrafe gegen Villach wegen Stockschlags. Das Ganze auf Allstars, okay. Verstehe nicht, dass ich da so frustriert war, dass ich da auf Pro zurückgestellt habe. Das ist etwas, was ich nicht verstehe. Aber weiß ich nicht, was mich da geritten hat. Warum und auch immer. Aber wahrscheinlich bin ich frustriert gewesen, weil ich Niederlagen in Folgen gehabt habe. Aber es gehört ja dazu. So. Jetzt so mein Vorschlag, was wir machen könnten. Ich könnte da
Ich könnte da so machen. Ich könnte da so machen, dass man nach zwei Season mehr Mannschaften dazu nimmt, dass man einfach das Grundgerüst der DEL hernimmt, weil die deutsche Hockeyliga mehr Mannschaften hat, dann könnte man nach der zweiten Season auch mehr Mannschaften dazu da. Weiß nicht, was davon hält. Wir müssen uns halt dann gerade die Regeln einstellen. Aber die Regeln sind ziemlich gleich, als wir hier halt. Aber dann könnte man sagen, nach zwei Season steigt eine auf. Nach zwei Season steigt eine andere Mannschaft kommt dazu, dass man mehr Mannschaften haben. Hebt man halt dann aber das Playoff-System von den Deutschen. Na, das will ich gar nicht. Nein. Vergesst den Gedanken, vergesst den Gedanken. Österreichisches Eishockey wird nach österreichischen Regeln gespielt. Fertig aus. Der Gedanke, dass wir mehr Mannschaften haben, wäre cool. Aber so wie Österreich die Playoffs macht, so das System gefällt mir nicht. Ist zwar anders, als wir es von der DEL kennen, aber ist auch lässig. Gefällt mir auch. Jetzt mache ich aber nur so, gell? Die, wo es mir eine Freundschaftsanfrage schicken wollten. Oder mal gegen mich zocken wollen. Schreibt mal bitte dazu, ihr seid Abonnenten von mir. Sonst kann nicht passieren, dass ich das ist nie du nimm. Das müsst ihr ein bisschen Geduld haben. Weil ich schaue nicht jetzt mal nach, ob ich Nachrichten bekommen habe oder nicht. Weil ich nämlich die Benachrichtigungen ausgeschalten habe, wenn ich spiele. Oha! Der Scharfschütze wird vom Eis gebracht. Jetzt wird's gefährlich. Jetzt versuchen sie die Lücke zu holen, aber unser Kapitän schiebt sie zwischen die Lücke. Ich glaube, ich habe das schon erzählt, für die, das Kader für die nächste Season steht auch schon bereit. Das Kader für die Season, für die nächste Season steht auch schon bereit für die Hell Riders. Sind, wir über die überlegen müssen, ich glaube, drei. Jetzt pass auf. Eins. Zwei. Vier neue Spieler sind dazugekommen. Vier neue Spieler, die wo ich selbst kreiert habe, sind dazugekommen. Vielleicht werden es fünf.
Vielleicht mache ich noch einen. Vielleicht können wir noch ein oder zwei Charakteren, die was Freunde von mir, Wante, die was mitwirken wollen, hier symbolisieren. Ärgert ihn nicht, Max. Wir sind alle noch ein Punkt, ein Tor vor die Villacher. Und ich glaube, so kommen wir jetzt einmal wieder zum Overtime-Spiel. Nico, fang mal, jetzt lauf vor, mach die Antwort. Ah, nein, schafft das nicht. Fatora, Blick auf den Puck. Das steht hier am Eis und wartet auf den günstigen Moment, den Puck abzukrallen. Zweites Drittel aus, 34 nur zum Spülen. Und der Spielstand ist 3:2 für die Hellriders auswärts in Villach. Blattmann schafft es und verliert. So, auf geht's ins letzte und entscheidende Drittel. Wir haben den 21. Spieltag. Zeit, dass wir die untere, dass wir die Listen ein bisschen durcheinander wirbeln. No. Ausgleich. Das darf doch nicht wahr sein. Schafft es vielleicht den Ausgleich? Okay, jetzt muss ich konzentriert bleiben. Jetzt muss ich wirklich konzentriert bleiben. Holze, hol uns das Bulli. Jawohl, super gemacht, Holze. Guck hier, auf der Außenbahn. Spielt auf Randy. Auf Holze, aber direkt von Goli ins Tor schießen. Gute Idee, aber Hoffnung. Am Tor vorbei. David Wolf hier jetzt am Bulli, ein vorm Tor. Honk mo, auf Michi Wolf. Michi Wolf, auf Pico. Ah, auch am Tor vorbei. 7. Etwas nur zum Spiel gewesen. Hier wird es nicht genau drauf geschaut. Ah, Maxi Hoden. Stein Hoden. Rückgriff auf Stein. Dann weiter auf David Wolf. David Wolf auf Michi Wolf.
5 Minuten 5 nur zum Spülen auf der Uhr. So, Raffi. Du wartest auf einen Hattrick, jetzt hast du eine Chance. Lattmann. Erik, der Mann, die Berliner Eisbären. Auch nicht. 2 Minuten zu spielen, die letzten 2 Spielminuten. Oh, verdammt. Vielleicht Rad auf. Interessant, es ist wirklich interessant. Wenn du jetzt auf Pro spielst, gell, dann ist wirklich teilweise leicht zum Spielen. Spielst du dann auf All-Stars? Es ist jetzt auch bei mir, ich bin wahrscheinlich nicht der allerbeste NHL-Spieler, gell. Dann wird es schon für mich richtig interessant. Aber ich würde sagen, wir haben uns gut geschlagen. Wir haben uns gut geschlagen. So. Villach gewinnt gegen die Hellriders zu Hause. War ein gutes Spiel. War ein gutes Spiel. Es verzeiht mir, dass ich das Jubeln nicht mir anschaue. So. Wir haben gerade einen Star mit 2 Tore. Und das ist der Raffi. Abschließen. Wir haben gerade einen Star mit 2 Tore. Aber wir bleiben auf 1. Aber so ist es ganz gut. Dann rutscht ein bisschen unten auch die Listen durcheinander. Schauen wir uns mal an, wenn wir schon dabei sind bei der Tabelle. Tabellenführer ist und bleibt der Hellrider aus Tirol, gefolgt mit 36 Punkten vom KAC. Die Südtiroler sind auf 3 gerückt, die Grazer auf 4, die Wiener auf 5. So schnell Kuss geht, gell? Danach kommen die Salzburger, die Innsbrucker, die Dombirner, die Linzer und die Villacher. Und so wie es jetzt ausschaut, ist der AV19 auf letzten Platz. Ich habe gesagt, hier wird sie noch was da. Und oben wird sie auch noch was da im letzten Spieltag. Wer bis zum Schluss geschaut hat, der hat es auch mitgekriegt. Jetzt schauen wir uns mal an. 36er vorne, 40 sind 4 Punkte Unterschied. Da wird sie jetzt sicherlich nur was. Also, ich sage jetzt mal so: von 1 bis 5 wird sie wahrscheinlich nur einiges da. Nehmen wir 6 dazu. Nehmen wir jetzt mal 1 bis 5, gell? Da wird sie sicher nur was da. Von 4.
bis 11. Das zweite von 4. Von 4 bis 9 wird sich auch noch was ändern. Aber von 7 bis 11 wird sich auch noch was ändern. Weil die Saison ist ja noch nicht vorbei, die läuft ja noch. Und jetzt mit Allstars, weiß ich nicht, wie das dann mit den anderen Mannschaften geht. Ob die normal weiterspielen so oder nicht. Aber das war's schon wieder für heute, meine lieben Sportsfreunde. Der Rafi ist und bleibt unser Topstalker im Moment. Das nächste Spiel geht gegen die Red Bulls im schönen Salzburg und danach wieder gegen Villach. Dann gegen Dornbirn, ich sehe es eh unten. Wir können da gerne mal auf den Spielplan schauen, was die nächsten Spiele sind. Dann Innsbruck, Graz, KC, Dornbirn, dann kommen die Linzer, dann AV19, dann Wien, Linz, AV19, Wien, Innsbruck. Und so geht's dahin. Letztes Spiel haben wir gegen die Bozner. Na gut, meine Sportsfreunde, das war's für diesen Spieltag. Ich hoffe, er hat ein wenig gefallen. Würde mich über einen Daumen nach oben freuen, über das eine oder andere Kommentar natürlich auch. Wer Lust und Laune hat, der kann mich gerne abonnieren und die Glocken aktivieren, so dass er nichts mehr Neues von mir verpasst. Würde mich freuen, wenn du es bei der DEL Fantasy League vorbeischaust, wenn du es bei SnowRunner vorbeischaust, wenn du 18 seid oder den Konto auf das 18 eingestellt habt, bei Dying Light vorbeischaust. Dying Light habe ich heute halt ziemlich weit voraus produziert schon, da stecke ich schon auf Ende Juli, genauso wie bei SnowRunner. Aber ich lese ihre Kommentare, die da jedes Kommentar beantworten. So viel zu denen. Vergesst meinen Leitspruch nicht. In den Farben getrennt, in der Sache vereint. Rivalität ist nur im Stadion gut. Aber vor und nach jedem Eishockeyspiel bin ich, wie du da draußen, doch hoffentlich ein wahrer Sportsfreund, eine wahre Sportsfreundin. Man kann doch normal mit uns über jedes Eishockeyspiel diskutieren. In diesem Sinne, bleibt mir gewogen und vor allem, meine lieben Sportsfreunde, bleibt mir gesund. Bis zum nächsten Mal. Euer HB. Servus.